Chaos führt auch zum Erfolg. Hogwarts, 0.15 Uhr an einem Mittwoch. Verzweifelt versuchte ich, gegen die zwei Marmorsäulen anzukommen, die mich an Ort und Stelle hielten. Meine Anstrengungen führten allerdings zu nichts. Abgesehen vielleicht von einem weiteren Riss in meiner Bluse, die aus einem lauten Ratsch zu schließen war, das daraufhin durch den Korridor hallte. Ich steckte unweigerlich fest. Noch dazu in einer äußerst unvorteilhaften Position. In einem Geheimgang. Bei Nacht. In der Woche. Noch dazu in Tränen aufgelöst. Warum standen diese bescheuerten Säulen nochmal hier rum? Noch dazu so dicht beieinander? Unweigerlich ballten sich meine Hände zu Fäusten. Mein Blut pochte in meinen Ohren und mein Atem ging, von der Anstrengung getrieben, hektisch und keuchend. Diese Scheißsäulen in diesem Scheißschloss mit meiner scheißbescheuerten Person darin waren echt zu viel für mich. Warum war ich nur so dumm gewesen, zu glauben, ich fetter Kloß wäre schlank genug, um mich hier durchquetschen zu können? Dumm und fett. Genau, das war ich. Und sowas schimpfte sich eine Ravenclaw. Deshalb hatte Alex bestimmt auch diese blöde, dumme, perfekte Gryffindor-Schlampe geküsst. Wer konnte es ihm auch verübeln, wenn man so eine minder bemittelte, hässliche Freundin wie mich am Hals hatte? Sie hätte bestimmt perfekt durch den Spalt hindurchgepasst, in dem ich festhing. Eine Serie von Schluchzern schüttelte mich und ich verlor ein bisschen den Faden in meiner Schimpftirade an mich selber. Wer hätte gedacht, dass etwas so wehtun könnte? Ich war eigentlich nicht zimperlich, was Schmerzen anging. Dafür war ich wahrscheinlich schon einige Male zu oft während eines Quidditch-Spiels vom Besen gefallen. Aber das hier war etwas völlig anderes. Es fühlte sich an, als hätte Alex seine Hand geradewegs in meine Brust gebohrt, mein Herz gepackt und es langsam hin und her gedreht, bis er es schließlich zwischen seinen langen, schlanken Fingern zerquetscht hatte. Und zu allem Überfluss steckte ich jetzt auch noch fest. Kopf und Schultern auf der einen Seite der Säulen, Beine und Hüfte auf der anderen. Mein Zauberstab lag auf dem Fußboden an der gegenüberliegenden Wand. Das kommt davon, wenn man sich Hals über Kopf durch eine viel zu enge Lücke zu quetschen versucht, nachdem man gerade seinem Freund dabei zugesehen hatte, wie er 2 Meter von einem entfernt einem anderen Mädchen die Zunge in den Hals steckte, während man selber sich hinter 2 bescheuerten Säulen versteckte und versuchte, nicht lauthals in einen Heulkrampf auszubrechen. Was nur so lange funktioniert hatte, bis er vor über 2 Stunden Händchen haltend mit ihr in Richtung Gryffindor-Gemeinschaftsraum verschwunden war. Ja, genau. Über 2 Stunden. 2 bescheuerte Stunden, in denen ich Rotz und Wasser geheult hatte, meinen Zauberstab zu erreichen versucht hatte und zu beschämt gewesen war, um nach Hilfe zu rufen. Heute war echt nicht mein Tag. Ich holte tief Luft, um mich zu beruhigen. Tief einatmen, Tess. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Du schaffst das. Du bist eine Ravenclaw. Du wirst einen Ausweg finden. Denk nach. Ich versuchte, das Problem aus jeder erdenklichen Perspektive zu betrachten, um eine Lösung für mein kleines nächtliches Problem zu finden. Es half nicht sonderlich viel, vor allem wenn man bedachte, dass ich den identischen Gedankengang in den letzten 2 Stunden schon mindestens 5-mal verfolgt hatte. Zwischen den Heulkrämpfen, versteht sich. Gerade als mir mit diesen Gedanken der Grund für besagte Heulkrämpfe wieder in den Sinn kam und sich erneut Tränen in meinen Augen zu sammeln begannen. Wie viel kann ein Mensch eigentlich weinen, bis er aufgrund von Flüssigkeitsmangel draufgeht, wurden meine Gedanken je unterbrochen. Schritte hallten vom anderen Ende des Korridors zu mir herüber, von der Ecke, hinter der Alex zuvor verschwunden war.
Scheiße, 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 scheiße. Was, wenn es Alex war? Was, wenn er auf dem Weg zurück zum Ravenclaw-Turm war, nachdem er, was weiß ich, mit diesem Gryffindor-Mädchen in ihrem Schlafsaal getrieben hatte? Eiskalte Panik durchflutete mich bei dem Gedanken daran, jetzt ausgerechnet Alex gegenübertreten zu müssen. Er durfte mich auf keinen Fall so sehen. Wieder versuchte ich panisch, mich aus den Klammern der Säulen zu befreien. Mein hektisches Ziehen, Drücken, Winden und Drehen führte allerdings nur dazu, dass ich mit dem Oberkörper noch weiter nach unten rutschte und jetzt halb nach rechts gedreht und übermäßig vornübergebeugt zwischen den Säulen hing. Der kalte Marmor drückte schmerzhaft gegen meinen Bauch und Rücken. Ich konnte mich keinen Zentimeter weiter rühren, weder nach vorne noch in irgendeine andere Richtung. Meine Atmung kam durch den Druck auf meinen Oberkörper in kurzen, flachen Stößen. Wow, wer hätte vor ein paar Minuten noch erwartet, dass sich meine Situation noch verschlechtern könnte? Wäre es nicht so unglaublich demütigend, hätte ich mir selbst zu der Fähigkeit applaudiert, scheinbar jede ausweglose Situation noch etwas auswegloser zu gestalten. Jeder hat eben seine Stärken. Resigniert schloss ich die Augen und erwartete mein Schicksal. Die Schritte kamen immer näher. Ich stellte verwirrt fest, dass es sich um mehr als eine Person handeln musste. Nahm Alex seine neue Flamme etwa wieder mit zurück zum Ravenclaw-Turm? Sie mussten jetzt um die Ecke gebogen sein und mich gesehen haben. Denn die heilenden Schritte endeten abrupt. Als wäre jemand wie versteinert stehen geblieben. Sie hatten mich also gesehen. Da mir nichts anderes einfiel, kniff ich die Augen noch ein wenig fester zusammen und versuchte mir vorzustellen, ich wäre gar nicht hier. Das war alles nur ein besonders bescheuerter Albtraum und eigentlich lag ich gerade in meinem gemütlichen Bett, weit weg von hier, auf der anderen Seite des Schlosses, versuchte ich mir selbst einzureden. Der Erfolg war spärlich. Wow, kommentierte eine männliche Stimme, die beeindruckter klang, als es mir der Situation angemessen schien. Sie war tiefer als Alex' normale Stimme. Ich fragte mich abwesend, was das Gryffindor-Mädchen mit ihm angestellt hatte, dass sich seine Stimme auf einmal so anders klang. Bei dem Gedanken daran zuckte ich unweigerlich zusammen. Schon wieder sammelten sich Tränen in meinen Augen. »Wie in Gottes Namen hast du es geschafft, da drin stecken zu bleiben?« fragte die gleiche Stimme. Sie klang jetzt weiter entfernt, als wäre Alex bei dem Anblick seiner, jetzt wahrscheinlich Ex-Freundin, zurückgewichen. Aber warum hatte ich denn keine weiteren Schritte gehört? Hatte er einen Muffliato benutzt? Aber warum sollte er seine Schritte unhörbar machen und trotzdem weiter mit mir sprechen? Vorsichtig, ganz langsam, öffnete ich mein rechtes Auge und riskierte einen Blick in den Gang. In meiner seltsam verdrehten Stellung sah ich alles um 90 Grad zur Seite gekippt, was ehrlich gesagt kein allzu angenehmer Blickwinkel ist. Ich konnte jetzt schon spüren, wie sich heftige Kopfschmerzen anbahnten. Vor mir lag der von Fackeln erhellte Korridor, und in ihm standen zwei scheinbar identisch gut aussehende rothaarige Sechstklässler, Fred und George Weasley. Ich schnaubte genervt auf, war jedoch gleichzeitig unheimlich erleichtert, dass nicht Alex vor mir stand. »Hi, Fred. Hi, George«, antwortete ich trocken, während ich versuchte, eine neutrale Miene aufzusetzen. »Wie läuft's?« »Besser als bei dir, würde man meinen«, antwortete Fred vergnügt, der mir am nächsten stand. Ich erkannte ihn immer an einer kleinen Narbe, kurz oberhalb seines Hemdkragens. »Vor allem angesichts der Tatsache, dass du gerade gar nicht laufen kannst«, setzte George nach. Die beiden grinsten sich an, während sie offensichtlich versuchten, ihr Lachen zu unterdrücken. Mit herzlich wenig Erfolg. George prustete hinter vorgehaltener Hand und machte dabei den Eindruck,
als würde er gleichzeitig niesen und würgen, während Fred aussah, als würde er versuchen, einen Weltrekord im Luftanhalten aufzustellen. Ich versuchte währenddessen verzweifelt, ihrem Blick auszuweichen und starrte schließlich den Steinboden vor mir an, als wäre es das interessanteste Stück Fußboden, das mir je zu Gesicht gekommen war. »Du musst mir einen Gefallen tun«, sagte ich so ruhig, wie ich konnte. Trotzdem konnte ich nicht verhindern, dass meine Stimme am Ende des Satzes ein wenig zitterte. Normalerweise kam ich gut mit ihnen aus, hatte ihnen sogar einige Male bei dem einen oder anderen Streich geholfen. Jetzt gerade war ich aber echt nicht in der Verfassung für die schlauen Sprüche der beiden. Die Zwillinge schienen es jedoch nicht bemerkt zu haben, denn George antwortete nur mit ungetrübt belustigter Stimme. »Wir helfen dir erst daraus, wenn du erzählst, wie du da reingekommen bist.« Sofort schoss mir das Blut ins Gesicht, bis mein Kopf wahrscheinlich große Ähnlichkeit mit einer Tomate hatte. Hilfesuchend schaute ich Fred an, dessen Grinsen zwar verblasst war, vielleicht hatte ich das Zittern in meiner Stimme doch nicht so gut kaschieren können, dessen Neugier aber offensichtlich zu groß war, um mir aus der Klemme zu helfen. Ich zermarterte mir den Kopf nach einer nicht allzu lächerlichen Lüge, die ich den beiden auftischen könnte. Meine Gedanken schweiften jedoch schnell ab. Erinnerungen an die Sekunden hinter den Säulen stürmten auf mich ein, in denen mein ganzes verliebtes, verdammtes, verlorenes Glück zerbrochen war. Bilder und Sinneseindrücke prasselten auf mich herab. Die kühle Feuchtigkeit des Kellerkorridors, in der sich der Atem zweier Personen in einer weißen Wolke vereint. Seine Hand auf ihrer Hüfte, ihre Hand in seinem Haar. Das Gefühl, als hätte die Welt aufgehört, sich zu drehen, während der Raum vor mir gleichzeitig zu rotieren zu beginnen schien. Die eiskalte Steinwand unter meiner Haut, als ich verzweifelt versucht hatte, mich an einer Marmorsäule aufrechtzuhalten. Ein geflüstertes »Ich liebe dich«. Das Gleiche, das ich so oft von ihm gehört hatte. Seine sanfte Stimme. Das leise Klackern meines Zauberstabs, der auf den Steinboden auftrifft. Ein glockenhelles Lachen und geflüsterte Versprechen. Schritte, Stille, Einsamkeit. George räusperte sich lautstark und riss mich aus meinen Gedanken. Verzweifelt um einen unbeteiligten Gesichtsausdruck bemüht, schnappte ich nach Luft. »Das ist privat«, wirkte ich hervor, die Stimme rau und belegt. Gleichzeitig versuchte ich mir die Haare wie zufällig ins Gesicht zu schütteln, um meine Augen zu verdecken. Meine Tränendrüsen hatten ihre Arbeit anscheinend wieder aufgenommen. Durch einen Vorhang aus langem, dunklen Haar sah ich verschwommen, wie Fred und George einen kurzen Blick tauschten. Schließlich setzte sich Fred in Bewegung und hockte sich vor mir auf den kalten Steinboden. Jede Spur seines ansonsten omnipräsenten Lächelns wie weggefegt. Noch immer mied ich seinen Blick. »Was hat er getan?«, knurrte er. Natürlich wusste er, um wen es ging. Vorsichtig hob ich den Kopf und wagte einen zögernden Blick in Freds Gesicht. Mühsam zurückgehaltene Wut klang aus seinen Worten hervor und funkelte in seinen grünen Augen. Prüfend sah er mich an. Sein durchdringender Blick schien sich in mich hineinzubohren und mein geheimstes Innerstes aufdecken zu wollen. Nun krümelte auch der letzte Rest meiner Selbstbeherrschung in sich zusammen. Ein lautes Schluchzen entrang sich meiner Kehle und hallte durch den Korridor. Er hat mich mit Carina hier im Hinter... stammelte ich von Schluchzern geschüttelt hervor. Und ich stand hier hinter der Säule und... Mehr brachte ich nicht hervor. Von einer erneuten Heulattacke überrollt, versuchte ich gar nicht mehr, meine Tränen zurückzuhalten. Es wäre eh vergebliche Lebensmühe gewesen. Der stählerne Ausdruck in Freds Augen wurde sofort weicher. Er trat noch einen Schritt auf mich zu und nahm mich in seine Arme. Trotz meiner zugegeben unkonventionellen Stellung.
Ich schlang meine Arme um seinen Hals und heulte weiter in seine Schulter. Und dann war ich zu fett, und um durch die Säulen zu passen, jammerte ich. Meine Worte wurden durch den Stoff seines T-Shirts gedämpft. Ich weigerte mich wieder, ihn anzusehen, und zog es vor, mich hinter seiner Schulter zu verstecken. Sch, machte er nur. In diesem Moment fühlte ich, wie die Säulen um meine Körpermitte herum nachgaben und sich nach außen bogen. George hatte unbemerkt einen Zauberspruch gemurmelt und mich aus ihrer Umklammerung befreit. Fred zog mich zwischen den Säulen hervor. Ich registrierte dumpf, dass sein Griff um mich sich nicht lockerte, so wie ich es erwartet hatte. Wenn überhaupt möglich, zog er mich noch fester zu sich heran, bis ich ganz und gar in seinen Armen lag. Es tat gut, von jemandem gehalten zu werden. Es tat gut, nicht mehr zwischen den Säulen festzustecken. Und es tat so unglaublich gut, daran erinnert zu werden, dass ich nicht allein auf der Welt war, gefangen in einem einsamen Geheimgang in den Kerkern von Hogwarts. Obwohl sich meine Bewegungsfreiheit nicht deutlich verbessert hatte, wenn man beachtete, dass die Säulen, die mich vorher Ort und Stelle gehalten hatten, jetzt quasi durch Freds muskelbepackte Arme ersetzt worden waren. Am Rande meines Bewusstseins registrierte ich, wie Fred meinen zitternden Körper hochhob und mich an seine Brust drückte, während ich immer noch leise schluchzend um seinen Hals geklammert an ihm hing, setzten er und sein Bruder sich in Bewegung. Er trug mich den ganzen Weg hinauf in den Gryffindor-Turm. Schließlich spürte ich, wie er mich auf seinem Bett absetzte. Fred zog sich sein T-Shirt über den Kopf, warf es mir zu, drehte sich taktvoll um und wartete anscheinend darauf, dass ich mich umzog. Verwirrt, weinend und zu keinem klaren Gedanken fähig, folgte ich der stummen Aufforderung. Meine zitternden Finger verhedderten sich sofort in den Knöpfen meiner Bluse, bis er sich schließlich seufzend wieder umdrehte und mir half, sie auszuziehen. Schnell streifte ich mir sein T-Shirt über. Müdigkeit hatte mich gepackt und hielt mich nun mit eisernen Fingern gepackt. Alles tat mir weh. Meine Beine, die Stelle an meiner Taille, an der ich zwischen den Säulen festgesteckt hatte, meine verquollenen Augen. Mein ganzer Brustkorb fühlte sich an, als hätte ihn jemand in Brand gesteckt und würde jetzt dabei zusehen, wie er langsam ausbrannte. Ich konnte einfach nicht aufhören zu zittern. Ein Jahr war ich mit dem Idioten zusammen gewesen, dachte ich grimmig. Kurzerhand schlüpfte ich aus meinem Rock und legte mich in das Bett, auf dem Fred mich abgesetzt hatte. Einige Minuten später spürte ich, wie die Matratze unter einem weiteren Gewicht nachgab. Starke Arme legten sich um mich und zogen mich an eine breite, nackte Brust. Aus dem Augenwinkel sah ich eine kleine, blasse Narbe, kurz oberhalb der Stelle, in der normalerweise der Hemdkragen geendet hätte. Wärme schien von seiner Haut auszustrahlen. Ich kuschelte mich tiefer in Freds Arme, bis seine Hitze das Zittern aus meinen Gliedern vertrieben hatte und meine Lider schwer wurden. Und für einen winzigen Moment vor dem Einschlafen, so scheint es mir im Nachhinein, vergaß ich, was heute geschehen war, und genoss einfach nur seine Nähe.